Liebe Zuschauer von DSTV, hier ist wieder Ihre Emma Stapel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Seit vielen Jahren, es ist die 14. Ausgabe, gibt der Deutsche Stimme Verlag nunmehr den Taschenkalender des nationalen Widerstandes heraus. Gestatten Sie, dass wir Ihnen die Leitidee, die diesen außergewöhnlichen Jahrweise auszeichnet, etwas näher bringen. Wir wollen uns dafür den kürzlich erschienenen Kalender für das Jahr 2017 einmal genauer anschauen. In diesem Jahr steht der Taschenkalender unter dem Motto: Wir können wohl das Glück entbehren, aber nicht die Hoffnung. Ein Ausspruch des großen deutschen Dichters und Schriftstellers Theodor Storm, der vor 200 Jahren am 14. September 1817 in Husum an der Nordsee geboren wurde. In seinem umfassenden Beitrag zeichnet unser Autor Thorsten Thomsen unter dem Titel Der letzte Romantiker das Leben und Wirken eines der größten deutschen Lyriker und Novellenschriftsteller sehr einfühlsam nach. Das Storm-Motiv durchzieht den gesamten Kalender in Form von Gedichten und Illustrationen, jeweils passend zur Jahreszeit. Eine jede Ausgabe des Taschenkalenders begleitet der Wunsch sowohl des Herausgebers als auch der Autoren, die an diesem Periodikum mitwirken, unser deutsches Vaterland möge endlich zu sich selbst finden. Von Jahr zu Jahr hoffen wir darauf, das deutsche Volk möge Fremdherrschaft und Selbstverleugnung abstreifen und sich auf die vielen Vorbilder in unserer Geschichte besinnen, die gleich uns heutigen darauf hofften, deutsche Zwietracht überwinden und unser Land einer selbstbestimmten Zukunft entgegenführen zu können. Das Bewusstsein hierfür wach zu halten, gelingt uns mit unserem Taschenkalender des nationalen Widerstandes seit vielen Jahren auf einem hohen intellektuellen Niveau, wie selbst weltanschauliche Gegner in der Vergangenheit einräumen mussten. Schon vor Jahren wurde die Süddeutsche Zeitung auf dieses außergewöhnliche Werk aufmerksam, für die David Begerich am 14. September 2008 zusammenfasste, Zitat: Der Kalender des NPD-Verlages liefert geistiges Rüstzeug für rechtsextreme Aktivisten. Man muss sich damit auseinandersetzen, denn die Texte in diesem Kalender sind alles andere als bierbräsig und glatzköpfig. Werfen wir doch nochmal einen Blick hinein in unseren Taschenkalender. Im 20. Jahrhundert wurden die Grenzen der Technik und des Wissens allgemein erheblich erweitert. Unter anderem von dem genialen Naturwissenschaftler und Entdecker Manfred von Ardenner. Lutz Dessau stellt diesen Ausnahmewissenschaftler anlässlich dessen 110. Geburtstages in einem profunden Beitrag vor. Insbesondere auch seine Stellung in so unterschiedlichen Staatsordnungen wie dem Dritten Reich, der Sowjetunion und der DDR. Doch die neue Ausgabe des Taschenkalenders des nationalen Widerstandes bietet auch Beiträge über die Gründung der rumänischen Eisernen Garde, den Expressionisten Emil Nolde, den Wittenberger Thesenanschlag von Martin Luther, den Mordfall Uwe Barschel, die russische Oktoberrevolution und den deutsch-russischen Frieden von Brest-Litowsk. Damit ist er einmal mehr über die reine Kalenderfunktion hinaus ein zeitloses Lesebuch zur deutschen und europäischen Geschichte und Kultur geworden. Neben dem Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Björn Clemens, der sich besonders des 500-jährigen Reformationsjubiläums annimmt, bürgen auch weitere bekannte DS-Autoren für die Qualität der Beiträge im diesjährigen Taschenkalender. Da ich diesen auch selbst als täglichen Begleiter stets mit mir führe und oft darin schmökere, würde es mich besonders freuen, wenn wir Ihr Interesse wecken konnten. Zu beziehen ist der Taschenkalender des nationalen Widerstandes übrigens für nur 13,50 Euro über den Materialdienst der NPD unter der hier eingeblendeten Adresse. Neugierig geworden auf den Taschenkalender der intellektuellen Rechten? Dann bestellen Sie jetzt unter npd-materialdienst.de. Oder rufen Sie an und sichern Sie sich noch heute Ihr Exemplar.